Lieber Pater Karl, ohne jetzt alle anderen, die hier versammelt sind, anzusprechen, aber natürlich alle mit einzuschließen, uns verbindet das gleiche Geburtsjahr. In diesen 55 Jahren, da hat sich sehr viel ereignet bei dir und bei mir, und kennen tue ich dich seit 30 Jahren, genau seit der Zeit, wo du deine Priesterweihe hattest und danach. Ich erinnere mich, als ich im Jahr 1988 nach dem Tod meines Vaters die Weihnachtszeit hier in Heiligenkreuz auf Kloster auf Zeit verbracht habe, und da war so ein Quirlinger, junger Jungpriester, der gleich einmal lauthals verkündet hat, na, das fade Silvesterfeiern im Kloster, das tue ich nicht mit, ich habe mal mit Jugendlichen was ausgemacht. Das hat mich fasziniert. Du hattest damals so einen blonden Wuschelkopf, ich war blond mit einem großen Scheitel. Ich bin inzwischen ja graut bei dir, weil du sehr viel geistig arbeiten musstest, ist der Kopf etwas nach oben durchgewachsen durch die Haare. Das war so meine erste Begegnung. Ich erinnere mich dann in diesen ersten Monaten deines Priesterseins, wie du einmal in der Dominikanerkirche anlässlich einer, ich glaube, Medjugorje-Messe war das damals dort, gesagt hast, als Jungpriester, da kann man sich noch manchmal Dummheiten erlauben. Und dann hast du die Predigt begonnen mit dem Satz, den ich nie vergessen werde. Was leben wir für in einer Zeit? Nackte Männer werben auf den Plakaten für Klopapier. Ja? Also es gehört Mut dazu, so eine Predigt zu beginnen, auch als Jungpriester. Und das ist der Mut, der dich auszeichnet über diese Jahre. Der Mut, der dich dann auch hier in der Hochschule Heiligenkreuz schon so manche Initiative ergreifen hat lassen, noch bevor du sozusagen das Heft in der Hand hattest. Ich denke an das Jahr 1993, wie du zu mir gesagt hast, Martin, was machen wir für die Studenten? Und wie wir dann die HSG, die Heiligenkreuzer Studentengemeinschaft, gegründet haben. Nicht ganz ohne Widerstände, das müssen wir auch dazu sagen. Weil wir einfach gemerkt haben, du hast ein Herz für die Studenten. Dir liegt es am Herzen, dass hier Menschen in guter Weise ausgebildet werden, theologisch aber auch geformt werden zum Priestertum. Und es hat dann ein glücklicher Zufall gefügt, dass mein Vorgänger sozusagen, Pater Alcuin, mich gebeten hat, spiritual im Seminar im Leopoldinum zu werden. Das war 2008. Und ich glaube, ich breche da jetzt keine Amtsverschwiegenheit und kein Beichtgeheimnis, wenn ich eines aus diesen Jahren als spiritual sage. Auch wenn die Studenten oftmals in den geistlichen Gesprächen mit vielen Verletzungen zu mir gekommen sind. Du warst nie der Grund, dass sie sich bei mir ausgeweint haben. Schon dir gegenüber haben sie immer eine ganz große und tiefe Wertschätzung gehabt. Weil sie gewusst haben, auch dort, wo du vielleicht einmal ein härteres Wort gesagt hast, wo du vielleicht einmal lauter geworden bist, du magst es, weil dieses Herz, das für die Studenten schlägt, hier auf ganz besondere Weise auch die Studenten führen möchte. Diese starke Hand der Führung haben sie gespürt. Und die kommt nicht nur von der Kraftkammer, die kommt von der Kraft Gottes. Ich darf das mit der Kraftkammer deswegen sagen, weil ich selber solche Erfahrungen habe mit der Kraftkammer, vielleicht früher als du sogar. Ich musste dann aufhören wegen eines Unfalls. Du hast die Muskeln auf den Schultern, ich habe sie weiter unten, das ist halt so. Aber wir sind uns auch hier einig. Und ich möchte einfach Dank sagen und vergelt's Gott auch für diese jetzt schon 2 Jahre, die ich Direktor des Leopoldinums sein darf. Es war zwischen uns immer ein Miteinander, es war ein Zueinander, es war kein einziges Mal ein Gegeneinander. Du hast immer ein offenes Ohr gehabt, wenn es auch manche Fragen gab, die wir zu lösen hatten, wenn es manchmal darum gegangen ist, wo wir vielleicht für die Seminaristen, die auch Verpflichtungen in den Heimatseminaren haben, da oder dort ein bisschen Luft reinbringen, damit die auch das tun können, was ihre Heimatregenten von ihnen verlangen. Und mich hat sehr, letztlich eigentlich nicht verwundert, aber doch sehr bewegt, wie du anlässlich deines Rücktritts Anfang des Wintersemesters durchaus mit Tränen in den Augen wieder bezeugt hast, was wir über diese 30 Jahre oder 20 Jahre Hochschule an dir gemerkt haben, dass dein Herz für die Studenten schlägt. Und dass es noch lange für die Studenten schlägt, das wünsche ich dir von Herzen und sage dir im Namen des Leopoldinum heute herzlich vergelt's Gott. Applaus.